Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sons of the Forest. Jetzt ist gerade der Ton weggegangen. Eine Sekunde, ich bin sofort wieder richtig da. So, jetzt, da sind wir wieder. So, jetzt auch mit Ton. Und da kommen die nächsten Eingebungen. Oh, das gibt's doch nicht. Ey, wir haben die gerade weggemacht am Ende der letzten Folge. Wir haben uns gerade Rüstung gebaut. Wir haben uns gerade Rüstung gebaut, um da vorne dann reinzugehen, aber dann bauen wir uns noch mehr Rüstung. So. Komm her, Kollege. Ja, du auch. Du kriegst auch noch einen. So, jede Menge Lederbeutel. Warte. Moment. Lauf nicht weg. wir machen uns gerade hier, warte. Schwupp, schwupp. So, So. Komm her, Kollege. Ich baue mir einen Scheiterhaufen. Denn besser kann's doch gar nicht laufen. Jetzt kommen sie wieder. Oh, scheiße. So, ist er platt? Den können wir nicht tragen, der ist ein bisschen schwer. So, dann nehmen wir den nächsten. Oh, da ist noch einer. Mann, also eins stört mich an dem Spiel. Es ist viel zu viel los. Es ist hier viel zu viel los. Du hast nie deine Ruhe. Und du kommst einfach nicht weiter. Ja, jo, wir machen hier mal ein schönes kleines Menschenfeuer. Lalalala. Ein kleines Männchenfeuer. Das wird ganz schön teuer. Du kommst auch noch dran. Ihn können wir leider nicht mitnehmen. So. Ja, sieht auch gut aus. Finde ich okay. Kann man machen. So. Warte. Da. So, da ist noch so ein Lederbeutelchen. Ich müsste mein Zelt noch abbauen. Oder wir speichern gleich nochmal. Aber wir lassen das da erstmal gerade verkokeln. Ich hoffe, wir haben jetzt Ruhe hier. Könnte mal eben... Obwohl, jetzt kann ich auch mit dem Bogen machen. Scheiße. Mist. Gib meinen Pfeil wieder her. So, dann machen wir das. Okay, schön. Das hat funktioniert. Dann schauen wir mal gerade hier rein. Wir haben nur Lederbeutel. Öffnen. Jo, sehr gut. Öffnen. Stoff ist immer gut. Wir könnten uns eigentlich mal Molotow-Cocktails bauen. Wenn wir sowieso schon so viele Flaschen da haben. Oh, rohes Fleisch. So. Was ist das denn? Heckenkirsche. Eine Heckenkirsche. Jo, was zu trinken? Sehr gut. Und dann haben wir noch so ein Lederbeutelchen. Warum macht der das so schnell? Der hat das doch vorher nicht so schnell gemacht, oder? Irgendwie nur, wie viele Federn habe ich denn? Oh, eigentlich genug, ne? Egal, wir nehmen noch welche mit. Vögelchen noch schnipseln. So, dann schauen wir nochmal kurz. Wir haben, wie viele Pfeile? 10 haben wir noch. Ich habe noch ein paar Steine.
Federn. So, dann hätten wir 14 Pfeile. Eigentlich will ich in diese doofe Höhle da rein, ne? Eigentlich will ich in die Höhle rein. Und wir kommen da einfach nicht hin, weil wir ständig Besuch bekommen. So, wie viele Knochen haben wir? Keine mehr. Okay. Bitte nicht nochmal Kannibalen. So, wo ist denn hier mein schönes, genau, kleines Knochenlager? So, ein bisschen Rüstung haben wir an. Ich würde mir mal nochmal gerade 1, 2, 3, 4, das und ein Klebeband. Müsste eine Knochenrüstung rauskommen, ne? Ja, sieht gut aus. Tragen. Tragen. Kann er nicht mehr. Okay, dann 1, 2, 3, 4. Seil, Klebeband. Bauen wir die halt auf Vorrat. Klebeband, Seil. 1, 2, 3, 4. Das, das. Achso, geht nicht. Nein, das war falsch. So. Zack. Nein. Ach, Mann. Seil. So, das sollte dann mal reichen. Und dann, wenn ich hier so eine Flasche nehme und Stoff. Kriegen wir Molotov-Cocktails, oder? Cool. Nein, was macht er denn da? Das, das, das. So, ausrüsten. Nein, ich will ihn weglegen. So. So, das sollte erstmal reichen. Ansonsten, wir müssen was trinken. Was ist denn hier mit unserer Feldflasche? Die ist noch halb voll. Wir hätten aber auch hier so einen Energy Drink. Wir haben natürlich Konserven dabei. Dann lass mal die Axt nehmen. Wir speichern gerade ab. Wir speichern gerade ab. So. Axt. Feuerzeug mal wegpacken. Sieht ja komisch aus. So, Steine und so können wir nicht mehr mitnehmen. Da liegen noch ein paar Totenschädel rum. Ein paar Knochen können wir uns noch einstecken. So. Dann haben wir ein bisschen was. Wir müssten etwas trinken. Wer steht denn da hinten? Das ist Kelvin. Okay. Das ist Kelvin. Lass mal gerade aufs GPS gucken. Da vorne wäre ein Fluss. Da gehe ich jetzt nochmal hin. Huch, jetzt hat es kurz geleckt. Es tut mir leid. Was ist denn hier los? Was war da sonst nie? Also, vielleicht sollte ich noch sagen, ich bin in der neuen Aufnahmesession. Mit allem drum und dran, sozusagen. Und, warum leckt das denn hier plötzlich? Das war doch sonst nie. Ach, falscher Knopf. War doch sonst nie ein Problem. Hat doch kein Mensch was geändert. Na, vielleicht braucht das Spiel auch einfach nur am Anfang ein bisschen, bis mal alles so richtig durchgeladen ist. Das kann ja durchaus sein. So, ich höre Wasser. Was ist denn das hier? Er war ziemlich leichtfüßig. So, erstmal was trinken. Um Essen mache ich mir keine Sorgen. Wir haben Kinder Happy Meal dabei, wir haben Konserven dabei, wir haben noch rohes Fleisch in der Tasche. Das könnte man dann mal irgendwann. Das können wir dann irgendwann mal noch schnell köcheln oder so. Das nehmen wir uns jetzt mal mit. So, dann ist die Feldflasche jetzt eigentlich voll komplett, oder? Ja, die ist ganz voll.
Das nehmen wir auch mit. Wir können ja auch das vergammelte Fleisch nochmal auf den Grill schmeißen. Ich glaube nicht, dass das jetzt mittlerweile umgepatcht wurde oder so irgendwie. Was ist das hier für eine komische Sandbank? Sieht so aus, als gäbe es hier irgendwie was zu finden. Oder es ist einfach nur so ein Ausläufer vom Strand irgendwie, ne? Na ja, gut. Oh, ganz schön hier eigentlich, ne? So, wo war denn jetzt überhaupt die Höhle? Da vorne. Da wollten wir ja eigentlich hin. Die war, glaube ich, sogar... War die nicht sogar verschlossen? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Wir gucken mal, wir finden das schon. So, hier stehen ein paar Eimer. Hier ist die Höhle. Noch kleine Steine, die könnten wir natürlich noch gebrauchen. Dann nehme ich mir noch ein paar von mit. Kleine Steine sind super. War es das schon? Mehr können wir nicht mitnehmen. So, ich glaube, ich stelle mir mal hier noch irgendwie ein Lager auf. Das machen wir noch. Doch mal. Ja, danke. ...18 Pfeile. 6 Kohlefaserpfeile. Wir haben ein paar Flares. Oh, das wird schon irgendwie hinhauen, ne? So. Ich glaube, der Speer wäre besser in der Höhle. Hä? Speer oder Fackel? Ich nehme den Speer. So, na dann lass mal reingehen. Oha. Ein Totenschädel liegt dort. Noch mehr Flares, das ist gut. Ein Laptop. Dreams and the Unconscious. Was ist das? 9mm Munition. So, hier sind Laptops. Was ist das denn? Oh, ein Lufttank. Ein Lufttank. Kann man damit vielleicht tauchen? Huffcorp out by Sahara Therapeutics for Remote Island. Outbits, Puffcorp Outbits, Sahara Therapeutics for Remote Island. Also Puffcorp hat Outbit ist, glaube ich, überbieten im Sinne von einer Auktion oder so, Versteigerung. Also Puffcorp hat Sahara Therapeutics überboten für eine weit entfernte Insel. Vermutlich die Insel, auf der wir gerade sind. Ich will meinen Speer wieder haben. So, ich hoffe, man sieht wenigstens ein bisschen was später im Let's Play hier in dieser Höhle. Es ist duster. Diese Höhle hier scheint mal anders zu sein. Das klingt irgendwie nicht wie ein Fels.
Okay. Find's hier nicht gerade angenehm. Ich hab grad irgendwas gehört. Kommen merkwürdige Geräusche da hinten. Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist ganz schön beängstigend hier drin. Und ich ahne schon, was irgendwie gleich passiert. Ich glaube, uns werden gleich so dermaßen die Mutanten um die Ohren fliegen. Das sind ganz, ganz strange Geräusche hier in der Höhle. Tiefes Brummen irgendwo. Schön. Okay, da hat irgendwie, da bewegt sich irgendwas vor uns. Da oben ein Paddel drin. Da ist irgendwas vor uns. Da sind sie. Da laufen welche. Und das ist jetzt nicht gerade schön. Da sitzt einer in der Ecke. Sieht man den? Da, genau über der Speerspitze. Die schauen uns einfach nur an. Oh oh. Das wird so schief gehen. Okay. Oh, da kommt. Oh, Scheiße. Oh. Fuck it, ey. Okay, den haben wir auch. Da ist noch so einer. Boah, meine Knochenrüstung, ey, ist schon wieder drei Viertel weg, ey. So, den sind wir auch los. Okay, die... Der eine da, die eine da, die ist verdammt flink unterwegs. Und zwei. Okay. Haben wir auch?
Oh, noch so einer. Okay. Ich höre immer Geräusche von links, aber hier ist doch gar keiner. Da oben ist noch einer. Oh, shit. Puh. Bitte kein Respawn. Bitte kein Respawn. Bitte kein Respawn. Oh, Knochen. Da hat sich gerade was bewegt. War nur eine Fledermaus. Okay. So, hier geht's auf jeden Fall weiter. Aber der Scheinwerfer zeigt hier rein. Pass auf, wir craften mal kurz. Beziehungsweise wir ziehen. Das mal an. Machen uns direkt mal eine neue Knochenrüstung. Ich weiß nicht, ob wir die auch noch tragen können. Jo. Haben wir keine Seile mehr, ne? Scheiße. Kann ich hier wieder aufheben? Ich hab's geahnt. Okay, nichts wie raus hier erstmal. Oh, nee. Ich gehe einfach mal weiter. Boah, diese Höhlen hier, ne? Das ist sowas von geisteskrank. Anders kann man das ja gar nicht betiteln. Okay, das ging besser als mit dem Speer. Wir können den auseinandernehmen. Was kriegen wir denn da raus? Fleischrüstung oder was? Mutantenrüstung. Kann ich die einfach so tragen? Okay. Wir ziehen einfach alles an, was wir haben. Das muss ich mir direkt mal merken, wenn man die direkt so abziehen kann und direkt tragen kann.
Ich weiß nicht, ob die jetzt auch stärker ist. Sie hat eine andere Farbe, aber ich weiß nicht, welche Farbe stärkere Rüstung verdeutlichen soll. Ich vermute mal, rosa ist stärker als gelb. Wobei eigentlich Knochen als Rüstung stärker sein müsste als Fleisch. Shit. Okay. Gut, hat geklappt. So, hier können wir ja noch ein bisschen die Farben hier durchswitchen, aber ehrlich gesagt fand das andere am besten. Da können wir es ein- und ausschalten. So, tragen. Lass das nicht so ein komisches Würmervieh sein. Nee. Es läuft auf zwei Beinen. Es ist weggegangen. Geht da vorne. Ach komm. Die hören hier Musik. Das ist eine Disco hier. Entfernung nicht einschätzen. Okay. So, hier, schnippel die Schnipp. Lag ein bisschen ungünstig an der Wand gerade. Anziehen. Können wir die hier auch schälen? Sehr gut. Dann sehe ich aus wie der Typ mit der Fleischmaske aus der einen Folge. So, das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Mir eine zweite Haut. Ich frage mich, wie lange diese Flares auch brennen. Das müsste man wirklich mal ein bisschen ausprobieren auch, ne? Hier geht's nicht weiter, scheinbar. Wir müssen hier rum. Warte mal, ich baue mal gerade meinen Rucksack ein bisschen um. Ich habe da mal eine Idee. Warte mal, wir nehmen mal den hier. Gegenstände hinzufügen. Entfernen. Kleiner Stein entfernen. Schneebären entfernen. Die Medizin lassen wir mal dran. Das ist eine gute Idee. Wir machen da mal... Können wir die Flares hinzufügen? So. Was würde denn noch Sinn machen? Ein Molotow? Geht das? Das geht. Was habe ich denn da liegen? Eine Auster. Das ist ja gut. Geht doch die Handgranate. Geht auch. So, wenn ich mir jetzt so eine Flare nehme... So. Erst mit Rechtsklick einschalten. So.
die Musik her, ey? War richtig wohnlich. Da geht auch ein Kabel dran. Wer wir es auch abziehen? Nee. Wäre dann wahrscheinlich doch zu viel des Guten. Noch mehr Babys. Eins müsste noch da sein. Leute, ey. Ey, was eine Höhle. Das ist keine Höhle, das hier ist eine Hölle. Hier ist was Rotes. Da ist was Großes. Da ist gerade was sehr, sehr Großes vorbeigegangen. Das finde ich jetzt nicht schön. Hier hängt einer rum. Was ist das? Oh, ein Betäubungsgewehr. Ein Betäubungsgewehr haben wir bekommen. Ein Taser. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt haben wir einen Taser. Aber habt ihr das gesehen? Da kriecht etwas sehr Großes vorbei. Das ist jetzt nicht schön. Aber wir haben einen fucking Taser bekommen. Gott sei Dank. So, pass auf. Jetzt, wir machen Folgendes. Ich guck mal, ob ich hier ein Lager bauen kann. Nee, wa? Geht hier nicht drin. Doch, es geht. Okay, gib mir noch einen Stock. So, und dann speichere ich hier erstmal ab. So. Sehr gut. Oh, Gott sei Dank. Aber wir haben zumindest einen Taser. Wir sind durstig, wir verhungern gerade. Heißt, wir sollten uns auf jeden Fall etwas zu essen machen und wir sollten etwas trinken. Und dann gehen wir zurück und gehen in die andere Richtung. Das machen wir. In der nächsten Folge. Puh, ganz schön spannend, mein lieber Mann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gern ein Däumchen da. Wir sehen uns in der nächsten Folge nochmal wieder. Ich brauche erstmal eine Pause. Bis denn. Macht's gut. Tschüss.